Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein XXL DM holt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist kunterbunt gemischt, es sind insgesamt 3 Einkäufe, die ich getätigt habe und das habe ich dann gesammelt. Und möchte ich euch dann ganz gerne jetzt hier im Video zeigen. Ganz vorab einfach mal noch eine kleine Info, ein kleiner Hinweis. Ich habe jetzt ja mein Buch herausgebracht. Sammy endlich ankommen und ja, genau, das ist über den kleinen Mann da vorne aus seiner Sicht geschrieben. Und wenn du Bock auf dieses Buch hast, dann schau gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich dir das mal verlinkt und ich würde mich mega freuen, wenn ich da ein bisschen Support bekommen könnte. Genau. Ja, so, starten wir einfach mal mit Faszino. Da habe ich Söckchen gekauft. Die haben jeweils 1,95 gekostet. Ich habe Größe 41 und das sind so Spitzenviecher, ne? Das ist eine Limited Edition. Einmal habe ich die in so grau geholt. Bin ich ganz gespannt drauf. Und einmal in so, ja, weiß ich nicht, so ein Knochenfarbenton. Da weiß ich nicht, ob das überhaupt hübsch aussieht, ne? Muss ich jetzt auch gleich mal in die Waschmaschine reinmachen und so. Bin jetzt auch gerade mal wieder am Wäschewaschen. Und ich kann ja mal ein paar mir angucken. Das sind halt so Füßlinge und das soll halt dann super sein. Ach so, guck mal. Ihr könnt es nicht sehen. Das ist erstmal so, dass die beiden Söckchen ineinander sind. Und okay, dann kann ich hier mit meinem Füßchen reingehen. Und dann habe ich hier unten drunter eine Sohle. Das ist ja cool. Ich hoffe nur, dass die Naht mich hier vorne nicht nerven wird, weil das hat man ja auch ganz gerne wohl, ne? Ansonsten sieht das dann so aus. Nee, finde ich hübsch. Das finde ich richtig hübsch. Wenn man so Sneaker oder sowas anhat, ne, dann kann man das auf jeden Fall sehr schön miteinander kombinieren. Ja, etwas immer, wenn mich die Hormone so ein bisschen kicken, dann shoppe ich ja auch so ein bisschen Kinderkram. Und ja, entweder mal irgendwann für unser Kind, sofern es denn irgendwann mal kommt, oder halt für was auch immer zum Verschenken. Ich fand das süß, ne? Und immer, wenn irgendwo ein Hund mit drauf ist, dann wird es gekauft. Das ist ab 24 Monate, Leute, ne? Wie lange soll ich das lagern? Aber es ist süß, guck mal. Ich kenne solche Hüpftiere halt mega als diese roten Viecher, die, glaube ich, Rentiere sein sollen oder so. Und hier ist einfach ein Hund. Und das fand ich mega süß. Und dieser Hund hat sogar ein Halstuch. Frag mich. Manche Sachen, ne? Die kommen halt einfach so in den Kopf rein. Und ich glaube, das hat auch 30 Euro oder so gekostet. Ja, ne, wenn man halt mit Hormonen im Körper shoppen geht, das heißt, wenn man so die Erdbeerwoche hat oder kurz davor, dann eskaliert das Ganze so ein bisschen, ne? Ja, wir haben ja bald Ostern und wir haben so ein Häschen, glaube ich, in weiß oder wir haben den schon in rosa. Ich weiß es nicht. Ich habe mir den jetzt einfach nochmal geholt. Fand ich ganz süß. Fand ich echt hübsch, ne? Und die haben jetzt ja wirklich tolle Osteraufsteller und deswegen habe ich den einfach mal mit in den Einkaufswagen gepackt. Genauso fand ich auch richtig schön diese Holzaufsteller. Das ist hier außen Holz und das hier ist auch Holz. Ja, 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 nicht, also ein bisschen lasierter halt, aber das ist so ein Schmetterlinggedönsen und das fand ich hübsch. Das mochte ich echt gerne leiden. Kostet 4,75 pro Stück. Ich habe das einmal in Gelb und einmal in Grün mitgenommen. Ne, sowas ist doch schön. Da kann man sich nicht beschweren. Und das kann ich jetzt in die Fenster reinmachen. Oder halt sonst irgendwo bei uns schön dekorieren und dann gucken wir mal, dass der, das Ostern hier einziehen kann, ne? Der Frühling kann hier einziehen, genau. Für 2,95 habe ich diesen wunderschönen Holz-Osterhasen geholt. Ich mag ja gerne diese Holzsachen oder so etwas rustikalere Deko, weil wir haben den modernen Landhausstil bei uns und da kommt sowas echt gut. Das kannst du überall bei uns hinstellen. Ins Bad, ins Wohnzimmer, in der Küche, überall passt, ne? Und deswegen, ja, konnte ich den gut mitnehmen. Interessant, dass dieser Hase günstiger war als die Schmetterlinge, finde ich, ne? Ja, das ist ein bisschen traurig eigentlich von der Geschichte her, denn ich hatte auch solche kleinen Schäfchen tatsächlich hier. Und ja, mein Schwiegeropa ist ja verstorben vor 2 Monaten ungefähr. Und da habe ich dann, weil er damals auch quasi Schäfer war, also er hatte auch immer Schafe zu Hause und so, habe ich von uns so ein kleines Dekoschaf mitgenommen und habe das dann eigentlich ans Grab stellen wollen. Und leider wurde es dann irgendwie mit ihm zusammen beerdigt. Also irgendwer hat das dann mit reingeschmissen. Und das wollte ich dann demnächst nochmal vorbeibringen und dann ans Grab dran stellen. Ne, das fand ich eigentlich ganz schön. Und das erinnert mich halt an ihn auch. Und ja, genau, deswegen musste das auf jeden Fall auch mit. Und das ist halt hier von außen so echt plüschig und das finde ich einfach schön. Das erinnert mich tatsächlich auch an seine Frisur, denn der hatte auch immer so einen richtigen Lockenkopf und so, ne? Ist einfach großartig und ja, ne?
das wollte ich dann einfach ihm demnächst mal vorbeibringen. Wenn ich dann in der Gegend bin, dann halte ich da am Friedhof an und ja, stell das Schäfchen dann dorthin. Genau, bisschen, ne? Ist wie es. So, ein bisschen was an Haushaltssachen habe ich auch noch gekauft. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das schon auf Instagram mitbekommen habt. Wir sind ja sehr viel hier am Renovieren. Mein Freund hat das Badezimmer renoviert, da war die Decke so ein bisschen üsselig geworden und dann musste er die wegmachen und dann halt Rigips und Spachteln und neu und alles Mögliche. Ich bin dann schon mal oben angefangen, habe dann mein zukünftiges YouTube-Zimmer angefangen zu gestalten. Ja, und da wir halt viel mit Farben und so zusammenarbeiten und ich halt wirklich auch sensible Haut habe, muss ich immer Handschuhe tragen, ne? Also ich kann sowohl beim Streichen muss ich Einweghandschuhe tragen, beim Tapezieren habe ich das wirklich ohne gemacht. Das war nicht gut für meine Haut, das war hier alles komplett entzündet, das war nicht schön. Aber ich habe jetzt hier diese Einweghandschuhe gekauft von Profissimo, latexfrei in der Größe Mittel, da sind 60 Stück drin. Das sind jetzt mal die schwarzen. Schwarz und weiß kosten genau gleich viel und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Mein Freund und ich haben ungefähr gleich große Hände, deswegen passt das ganz gut. Dann brauchen wir nicht zwei unterschiedliche Größen. Und deswegen. Also da werden wir auf jeden Fall die verwenden. Ne? Also sowohl für die ganzen Streicharbeiten als auch für die Reinigungsarbeiten. Wobei da habe ich mir nochmal was geholt, wenn wir jetzt so die ganzen Pinsel auswaschen. Und ne, das mache ich ja immer, nachdem ich halt den Streichvorgang gemacht habe. Und dann am Abend wasche ich meine ganzen Sachen. Ja, machst du halt mit diesem Terpentinersatz oder Pinselreiniger ist es ja auch, ne? Und das ist halt überhaupt nicht gut für die Haut. Also da löst sich alles ab. Und deswegen habe ich hier diese Universal-Handschuhe gekauft. Auch das in der Größe Mittel. Das sind jetzt einfach die gelben, ne? Ich weiß nicht, ist eigentlich ups egal, aber es sind halt die universellen Handschuhe. Die kann ich dann notfalls auch für andere Sachen verwenden, ne? Aber das finde ich halt auch noch ein bisschen besser zum Reinigen. Drei Paar habe ich gekauft. Das werden wir da halt sauber machen, weil die kannst du ja weiterverwenden. Ne? Bei den Einweghandschuhen ist es so, wenn wir streichen, dann ist es schon so, dass ich dann auch Einweghandschuhe verwenden möchte. Aber ansonsten schon gerne wiederverwendbare Sachen. Ein bisschen Raumluft habe ich auch hier gekauft. Das ist hier, fand ich einfach, der war neu, glaube ich. Ne? Lufterfrischer für ein anhaltendes Dufterlebnis mit Rose und Jasmin. Das sind halt beides Duftrichtungen, die ich wirklich geil finde. Und auch wenn diese Teile von Denk mit halt nicht so Ewigkeiten lang anhaltend sind, freue ich mich drüber. Ne? Denn Rose und Jasmin sind voll mein Duft. Ich mag es einfach gerne. Ja, ein bisschen WC-Reiniger habe ich noch mitgenommen. Ozeanfrische Gelformel, stark haltend, haftend, haftend. Genau, damit kann man das Klo halt ordentlich putzen und für stark gegen Kalk, Schmutz und Urinstein und so weiter und so fort. Dann hier auch nochmal, weil wir super viel Fliesen haben und auch oben sehr viel wischen und so. Und ich glaube, unser Bad wird ungefähr jeden Tag mittlerweile gewischt. Jetzt mittlerweile ist mein Freund da fertig, aber es war schon hardcore. Als Badreiniger von Denk mit, da haben wir Multiaktivformel und das ist halt auch dieser Frühlingsmoment, ne? Finde ich total genial. Kann es im Laden ja nicht dran riechen. Kann ich jetzt ja mal machen. Wie das so riecht, ne? Oh, das riecht sehr angenehm. Auch wirklich blumig. Aber nicht zu süß blumig. Also das könnte vielen sehr gut gefallen, weil das noch, also auch meinem Freund tatsächlich, weil er sagt immer, boah, hol nicht irgendwelche Sachen, die riechen wie in Süßigkeitenladen. Da scheiden sich halt die Geister, ne? Ich bin halt diejenige, die einkaufen geht. Dementsprechend entscheide ich das. Aber ja, das mit den Blumen, die hier abgebildet sind, das stimmt wohl, ne? Es riecht sehr angenehm blumig, nicht so überladen blumig. Ich weiß natürlich nicht, wie das riecht, wenn das auf den Fliesen drauf ist, ne? Auch ein bisschen was für einen Raumduft habe ich hier, den Klassiker mitgenommen. Ist das nicht, glaube ich, eine LE oder so? Ne, neu war das. Blütenzauber von Airwick. Das sind halt so neue Viecher. Frühlingsblumen und Taufrische, ne? Sowas mag, also, ja, mögen wir gerne. Haben wir bei uns im Badezimmer in diesem Airwick-Viech, was von alleine abgeht. Dann habe ich diese Einmalreinigungstücher auch mitgenommen. Ja, gerade mein Freund verwendet die halt super gerne. Ist so und deswegen kaufe ich die auch immer wieder, weil ich weiß, er verwendet die und ne, es ist wie es ist. Ich brauche meinen Freund nicht zu erziehen, das ist seine Sache, wie er sein Leben lebt. Ich weiß manche Sachen, also manchmal verwende ich diese Einwegtücher hier auch an meinem Schminktisch oder so oder zum Swatches entfernen oder so tatsächlich auch. Aber hauptsächlich benutzt er sie halt auch, aber egal, besser haben als brauchen. Meister Propper hat auch welche rausgebracht, das wusste ich gar nicht.
Die soll nämlich dicker sein. Tücher hergestellt aus 100% recycelten Fasern. Das fand ich nett. Und das ist Zitrusfrische. Und ja, ne? Das sind einfach die hier. Die fand ich, wollte ich mal. Wollte ich mal ausprobieren. Denn das hier sind ja die Klassiker, die wir sonst immer kaufen. Von Denk mit, ne? Die blauen, wie heißen die? Purer frische Duft. Ja. Tuchmaterial zu 100% biologisch abbaubar. Nicht. Also ich würde das jetzt nicht irgendwie ins Klo schmeißen. Ich würde es definitiv in den normalen Hausmüll packen und ja, ne, besser ist das. So, ja, auch die brauchen wir aktuell sehr viel. Das sind diese Glitzy-Schwämmchen, ne, von Vileda. Die gab es doch auch mal in günstig. Ich habe die schon ewig nicht mehr in günstig gefunden. Das sind jetzt auch diese Glitzy-Schwämmchen. Die haben halt auf der einen Seite dieses raue, ne, dieses schwatte und auf der anderen Seite halt dieses blaue. Ja, das ist für Pfannen auch sehr, sehr angenehm, wenn du so diese Teflonpfannen und sowas hast, ne? Das ist dann ein bisschen angenehmer. Genau, ja. Kann man gut gebrauchen, habe ich mitgenommen. Für Sammy habe ich einiges mitgenommen. Knack, das war die Hüfte. Leckerlis habe ich hier. Zum einen Dog's Best Nature. Ich dachte immer, das wäre eine Eigenmarke von DM, aber ich habe herausgefunden, dass man das auch auf Amazon kaufen kann. Fand ich ganz interessant. Das sind Lammhautsticks. Ist ein bisschen, ne, ja, crazy, ihr wisst Bescheid, aber es ist, wie es ist. Bei Hunden, bei Tieren, das sind einfach Lebewesen, die, ja, sind halt in der Natur eigentlich groß geworden, ne? Also rein theoretisch kommen sie aus der Natur und dementsprechend ist es auch vollkommen in Ordnung. Also ist ja ein kleines Wölfchen, irgendwie. Das ist ein kleines Wölfchen. Und weil er ein kleines Wölfchen ist, kriegt er auch das hier. Das ist ein Schinkenknochen vom Freilaufschwein. Das war gar nicht so günstig, ne? Aber ist auch richtig so, dass sowas auch nicht billig ist. Genau. Best Nature Snack. Und das ist ein Riesen-Oschi von Teil. Sowas immer nur in Aufsicht gehen, ne? Dass man halt ein Auge drauf hat, dass jetzt die Knochen nicht irgendwie splittern oder so. Oder sich komisch bei dem Hund irgendwo reinbohren oder so. Immer mit dabei sein, das würde ich ihm nie geben, wenn er jetzt so alleine zu Hause wäre. Ne? Und genau, deswegen, das kriegt er dann. Und darüber wird er sich freuen. Wahrscheinlich, weil ich drehe jetzt dieses Buch am Freitag vor dem Buchrelease am Sonntag. Und ich denke, wenn Sonntag der Buchrelease ist, wird er dann auch tatsächlich diesen Knochen bekommen. Um 11 Uhr pünktlich. Futter habe ich ihm auch gekauft. Nassfutter ist das. Da hat er schon einige von leer gemacht, von Pets Deli. Wett, Magen und Darmfit, die sind echt teuer. Aber ich muss euch wirklich sagen, der hat die richtig gerne gemocht. Und das hier wird er auch sehr gerne mögen. Das ist halt, also ich habe das bei Danny gesehen, der hat dafür ja auch mit seinen Katzen Werbung gemacht, ne? Und es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, also wenn Nassfutter für Hunde so ansprechend für mich ist, dass ich selber einen Löffel davon nehmen möchte, dann spricht das eigentlich dafür, dass es gut ist, oder? Würde ich jetzt so behaupten. Dann habe ich hier auch noch Huhn mit Karotte, Quinoa, Zucchini und Nachtkerzenöl geholt, aber ich habe alle davon bestellt, ne? Die anderen, die jetzt nicht mehr hier sind, die hat er schon alle aufgegessen und er hat sie sehr, sehr gerne gemocht. Und dann habe ich, was ein bisschen günstiger ist, aber trotzdem halt auch echt noch eine gute Qualität hat, von Best Nature einige bestellt. Das sind dann halt immer so diese 6er-Trays, ne? Dann hast du halt immer so eine kleine Palette. Das ist einmal mit Vollkornnudeln, Preiselbeeren und Sonnenblumenöl aus Huhn und Wild, ohne Zuckerzusatz. Genau, die habe ich einmal geholt. Die kommen dann alle in die Vorratskammer und der kriegt halt immer so eine halbe Dose am Abend, ne? Viel mehr isst er dann auch gar nicht davon und über den Tag hat er immer sein Trockenfutter. Ja. Dann habe ich hier das Best Nature Adult mit feinen Karotten und Fenchel von Rind und Pute, ne? Da 6 Stück von. Jetzt baue ich hier voll die Mauer. Und noch ein 6er Tray mit Kartoffeln, Petersilie und Distelöl und Lamm, genau. Und als letztes habe ich nicht umfallen. Rind mit Reis und Distelöl. Genau, da hatte ich nämlich letztens auch schon welche von Amazon bestellt, weil DM hatte halt etwas längere Lieferzeiten. Genau, also so viel dann auch zu den Snacks für Sammy. Der muss ja auch sein Yum kriegen, ne? Ist ja auch wichtig. Und ja, dann habe ich für uns noch Kaffee mitbestellt. Die Espresso-Ganze-Bohne-Geschichte von DM Bio. Das ist einfach der Kaffee, den wir am allerliebsten mögen. Und deswegen durftet der auch mal wieder mit. Ne? Das ist eine leckere Geschichte. Und es ist einfach auch bekömmlicher für den Magen, wenn man Espresso-Bohnen nimmt, weil die nochmal stärker geröstet sind als normale Bohnen. Dann habe ich geholt, weil ich öfters mal so Dinge, Viecher im Mund hatte. Ne? Wund im Mund. Protefix, Wund- und Schutzgel, sanfte Hilfe, starker Schutz bei Druckstellenentzündung und Aften. Da sind 10 ml drin
Und ja, wie gesagt, da hatte ich jetzt in letzter Zeit öfters mal Probleme in meinem Mund gehabt. Und deswegen habe ich mir das einfach mal mitgenommen und ne, wollte es dann mal ausprobieren, wenn dann wieder der akute Fall auftritt. Das hier hatte ich eigentlich für mich genommen, aber mein Freund hat gesagt, er nimmt das auch wohl ganz gerne. Von Doppelherz aktiv ist das B12, Vitamin C und Vitamin D3. Das gibt Energie und ist fürs Immunsystem. Das sind halt so Nahrungsergänzungsmittel und ja, genau, so ein bisschen das Immunsystem fördern ist auch immer sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem Part, der wahrscheinlich für alle am allerinteressantesten ist. Also für mich persönlich ist es immer sehr interessant zu sehen, was andere YouTuber oder andere Menschen sich so holen im Bereich der Pflege und dekorativen Kosmetik. Und da habe ich hier einmal so eine Tuchmaske gesehen, die ich süß fand, halt auch irgendwie alles mit Lamm, weil es geht jetzt ja auch Richtung Ostern, ne? Da macht das ja auch Sinn. Das ist eine bedruckte Tuchmaske, Be Sweet. Also hübsch finde ich die irgendwie, wenn man, also ich finde die Verpackung süß. Ne, die Verpackung hier oben drauf, das sieht süß aus. Aber wenn man sich die Lady anguckt, sieht das doch ganz schön creepy aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Und das gibt halt immer Feuchtigkeit und ist mit Kirschblütenextrakt und Hyaluron. Das schreibt meinen Namen. Ich möchte eigentlich ja keine Masken mehr kaufen, weil ich vor allem so mir halt diese Pöttchenmasken draufgeben möchte, also diese Crememasken. Aber wenn man sowas im Laden sieht, da kann ich nicht Nein sagen. Ich hatte mir letztens die Balea Urea Tagescreme gekauft. Die mochte ich eigentlich ganz gerne, krümelt aber leider eher so. Also die ist für mich keine Tagescreme, ist eher eine Nachtcreme. Und ich wollte die jetzt einfach auch mal vergleichen mit der Urea Nachtcreme. Die hat, ja, für sehr trockene und sensible Haut. Das ist diese hier. Wollte ich einfach auch mal ausprobieren, ne? Weil die andere habe ich jetzt gerade als Nachtcreme dann quasi in Anwendung. Und dann werden die einfach mal verglichen. Aber als Nachtcreme mag ich die, die eigentlich als Tagescreme ist, relativ gerne. Jo. Dann habe ich mir von Nivea Sun UV-Gesicht, getönter Sonnenschutz BB, ebenmäßiges Hautbild, passt sich dem Hautton an. Ich bin sehr gespannt. Lichtschutzfaktor 50 plus sehr hoch. Das ist genau das, was ich brauche. Getönt, leicht, nicht fettend. Und das hat wirklich keine Farbe. Ne? Also das, hier steht keine Farbe drauf. Man konnte nicht wählen zwischen hell, mittel, dunkel oder sowas. Ne? Also es hat wirklich nur einen einzigen Farbton. Und das wollte ich ausprobieren. Weil warum nicht? Eigentlich müsste man sich natürlich super viel davon aufgeben. Und ich glaube nicht, dass es so hinhaut. Aber ich muss einfach mal schauen. Und wenn das dann letztendlich ein Lichtschutzfaktor von, in Anführungsstrichen, nur 30 ist oder so, ist es halt auch irgendwo noch in Ordnung. Ich will es mal ausprobieren. Ne? Das machen wir mal zusammen. Ist auf jeden Fall sehr spektakulär, finde ich. Dann hat Balea so eine neue Reihe rausgebracht. Die sieht alle irgendwie so anders aus. Das hier gab es doch damals in diesen Sprühflaschen, das Wasserspray von Balea. Und da gab es doch diesen Skandal mit den Bakterien oder so, was da drin sein soll. Und jetzt haben die scheinbar auch das Packaging geändert. 24 Stunden Pflege, Bodyspray, Aloe Vera spendet Feuchtigkeit und erfrischt die Haut für Gesicht und Körper. Hört sich für mich tatsächlich genau so an, wie das, was es vorher mal war. Ne? Das sind jetzt 200 Milliliter, wobei das andere halt in so einer Komprimiertflasche drin war, also in so einer Deo-Alu-Flasche. Keine Ahnung. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und vielleicht ist es auch als Make-up-Fixierung möglich. Das weiß ich nämlich nicht. Steht jetzt hier nämlich gar nicht explizit drauf. Ansonsten ist es nämlich, nee, dann ist es wirklich nur für den Körper gedacht, ne? Aber dann ist es für die Abkühlung im Sommer auch mal ganz schön. Dann habe ich hier aus der wirklich ganz neuen Reihe, so sieht das nämlich aus, ne? Da habe ich mir dieses Bodycreme mitgenommen. Ein Beauty Expert, so heißt die Reihe, glaube ich, ne? Bodycreme-Gel mit 5% Niacinamiden. Stärkt die natürliche Hautbarriere, verfeinert und glättet das Hautbild. Und ja, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ist parfümfrei, also brauche ich jetzt gar nicht düfteln und auch ein veganes Produkt. Und da bin ich gespannt drauf. Vitamin B3, Panthenol, pflegende Öle. Ne? Warum nicht? Ja, gerne mal ausprobieren. So, ja, am Ende kommen wir zu einem kleinen Exkurs nach Rossmann, aber wirklich nur sehr klein. Ja, den habe ich mir nachgekauft, das ist aus dem neuen Catrice-Sortiment. Das ist der Slimatic Ultra Precise Eyebrow Pencil in der Farbe 015 Ash Blonde. Perfekter Augenbrauenstift für mich. Brauche ich aber halt in der Woche auf, ne? Das ist ein bisschen tragisch, aber wenn ich halt wirklich will, dass meine Augenbrauen in dem perfekten Ton sind, dann würde ich da in Zukunft wirklich zugreifen.
weil ich habe mich da echt rein verliebt, ne? Da rein verliebt vor allem. Aber es ist nicht der einzige Augenbrauenstift, den ich gekauft habe, denn ich plane auch noch einen Fullface Trended Up und einen Fullface La Vera. Und hier habe ich von Trended Up den Super Slim Brow Styler in der Farbe 010. Das ist dieser hier. Der sieht schon sehr ähnlich zu dem Catrice Lemetic Ultra Precise aus. Hier haben wir auch einen Spoolie hinten dran, eine feine Mine zum Rausdrehen, ne? Das werde ich mal ausprobieren in meinem Fullface. Yay! Und von La Vera, das ist einer zum Anspitzen tatsächlich, Eyebrow Pencil in der Farbe Blond 02. Da bin ich ja immer sehr gespannt drauf, ob die Marken dann auch wirklich blond sind und nicht in babykurze Farbe. Mal schauen. Dann habe ich auch noch Foundation mitgenommen von La Vera, die Hyaluron Liquid Foundation in der Farbe Natural Ivory 01 mit Biomandelöl, Feuchtigkeit spendend. Huch, irgendwas ruckelt draußen. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Kiste. Ich wollte einfach mal La Vera ausprobieren, ne? Das machen wir dann mal zusammen, wie gesagt. Dann habe ich hier von La Vera das Make-up Setting Spray mit Bio Aloe Vera mitgenommen. Aber das sehen wir dann alle in Anwendung, wenn ich es dann anwende. Läuft. Das fand ich einfach nur interessant und da gab es auch Rabatte drauf von L'Oreal oder irgendwie mega viele Punkte. Die Intense Black Mascara und zwar ist das die Bambi Oversized Eye. Guckt euch die mal an. Die sieht schon interessant aus, ne? Das ist schon derbe und Bambi drauf. Das ist richtig süß. Und ja, das ist einfach ein Gummibürstchen, was so ein bisschen tannenbaumförmig ist. Und finde ich ganz interessant. Werde ich auch mal mit euch zusammen ausprobieren, wie die so funktioniert. Dann habe ich eine Mascara von L'Oreal mitgenommen. Die waren halt auch alle reduziert. Die Unlimited Mascara. Das ist echt an mir damals vorbeigegangen. Die habe ich nie ausprobiert. Auch die hat so ein Gummibürstchen, was tannenbaumförmig zusammengeht. Finde ich ganz interessant. Und die kannst du halt so abknicken. Und das wollte ich dann einfach mal ausprobieren. So, von Trended Up habe ich außerdem gekauft. Hydro Vitamin Primer mit Hyaluron und Vitamin E. Das ist das Schönheitsvitamin. Vitamin F, keine Ahnung. Und Vitamin B5. Jo, so schaut das aus. Und der wird dann auf mein Gesicht kommen. Genau, hat einen Pumper. Schauen wir mal, ne? Zwei Sachen habe ich hier. Das ist einmal von La Vera Brilliant Care. In der Farbe Light Hazel. In der Farbe 08 ist das ein Green Q10 Complex Lippenvieh. Den fand ich einfach hübsch. Ist aber eher eine Lippenpflege, glaube ich, ne? Ich glaube, so super viel Farbe gibt der gar nicht ab. Müssen wir aber mal dann auf den Lippen uns angucken. Hallo? Achso. Ich dachte gerade, der würde sich nicht hochdrehen wollen, ey. Genau, so schaut der aus. Bin ich echt gespannt drauf. Riecht einfach nur nach cremig, ne? Also ganz angenehm. Dann habe ich hier von La Vera einen Concealer mitgenommen. Auch hier mit Q10-Gedönsen, ne? Natürliche Abdeckung mit Q10, Wirkstoffkomplex. Ökotest sehr gut. Ja, läuft bei dir. Und das ist die Farbe. Ja, weiß ich nicht. Trendsensitive. Weiß ich nicht. Also hier ist doch Ivory 01, ich wollte schon sagen. Sieht aber relativ, ja, ich weiß nicht, sieht der dunkel aus. Schon irgendwie, ne? Aber wir müssen mal gucken, wie der dann auf dem Auge aussieht. Das fand ich ganz interessant. Erinnert mich auch so ein bisschen an den Highlighter von Catrice. Trended Up Silky Baked Highlighter. Das ist dieser hier und ich glaube, der ist auch neu gewesen. Das ist ein veganes Produkt. Und der sieht wirklich sehr ähnlich zu dem von Catrice aus. Hier habe ich einmal das auf dem Finger. Oh, ist aber ein schöner Champagnerton. Den kann ich mir gut vorstellen. Der sieht hübsch aus. Dann habe ich von La Vera Natural Glow Highlighter mitgenommen. Oh je, Luminous Gold 02. Also da weiß ich wirklich nicht, weil der sieht ja... Doch, der hat Schimmer. Ich dachte nämlich erst im Internet, als ich den gesehen habe, dass der aussieht wie ein Puder. Aber nee. Oh, der ist sogar schön. Sehr, 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 sehr subtil schön. Ne? Also den mag ich gerne. Schön, schön. Dann habe ich, ja, von La Vera so eine kleine Lidschattenpalette in der Farbe Lovely Nude 01 mitgenommen, weil ich da die Farben auch ein bisschen zweckentfremden wollte, ne? Vielleicht so bronzermäßig, vielleicht als Augenbrauen, ich weiß es noch nicht, vielleicht auch als Lidschatten, ne? Da muss ich einfach mal gucken, wie ich das dann integriert bekomme. Weil La Vera hat gar nicht so ein großes Sortiment, wie man denken möchte. Ein Blush habe ich auch noch mitgenommen. So Fresh Mineral Rouge Powder in der Farbe Columbine Pink 07. Keine Ahnung. Columbine. Sagt mir gerade irgendwie nichts, was es sagen soll, ne? Und das ist so ein Doppeltvieh. Ich gehe da einfach mit meinem Finger komplett durch.
Okay, die Produkte sind alle schon ziemlich beduftet, ne? Oh, und das ist eher ein Blush Lighter. Also da sehen wir auch einen derben Glow mit dabei. Ja gut, ne? Muss man auf den Wangen sehen. Und ein Puder. Wow. Ein Puder habe ich mitgenommen. Lavera Fine Loose Mineral Powder. Das ist dieses hier in Transparent. Und das kommt dann als Puder aufs Gesicht. Ja, und das wäre es dann mit meinem DM-Haul, glaube ich, gewesen. Oder habe ich noch irgendwas? Nö, ne? Ist aber auch schon ordentlich gewesen. Wenn ich, also habe ich, wie gesagt, nicht alles auf einmal gekauft. Das wäre ja unglaublich. Nee, das ist drei Einkäufe gewesen, wo ich jetzt einfach mal einen kompletten Haul zugemacht habe. Ne? Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was dein letztes DM-Produkt ist, was bei dir einziehen durfte. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!